düsterer als manch Black Metal Band. Es gibt gute Musik. Fickt euch alle. Oder es gibt schlechte Musik. Ich bin der Jesus. Und alles andere ist eben nicht true. Sieht man. Aufgebahrt wie ein Bolleneis. Oh, das stinkt, Alter. Warum? Ich dachte, ihr teilt euch die 100 Euro. Ja. Warum? Arschgelecke und Klatsch. Aber mach mal. Hallo Leute. Seit dem Erscheinen ihres Debütalbums namens Dark and Deathless im Jahre 2011 gilt Arroganz als Diamant des deutschen Metal-Untergrunds. Zahllose Shows in halb Europa, mehrere Alben und EPs folgten. Die Band konnte ihren Status manifestieren, sogar international. Aber alles ohne Hype, ohne trendige Labels, ohne Arschgelecke und Klatsche. Ohne Kaufen von Reviews oder Interviews. Immer authentisch und echt und ohne dabei Heulsusenpisse zu fabrizieren oder sich ständig zu wiederholen. Aber auch ohne Charterfolge. Heute begrüße ich Ihren Sänger und Bassisten K. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Sehr gerne, nett. Gerne, gerne. Ich würde auch gleich zur ersten Frage kommen, wenn das okay ist. Na klar, schieß los. Eure obskure musikalische Mischung aus Death Metal, Doom Metal, Black Metal und vielleicht sogar ein bisschen Grindcore und Punk ist einzigartig. Ja. Jetzt mit Morsus erscheint euer fünftes Full-Length-Album, welches nochmals neue Maßstäbe in Sachen Musikalität, handwerkliches Können, Songwriting, Authentizität, aber auch Atmosphäre und Sound setzt. Das ist wahrscheinlich das beste Album der ganzen Welt. Wie schafft ihr es, euch immer wieder neu zu erfinden und euch trotzdem dabei treu zu bleiben? Ich finde es halt immer relativ schade, wenn wenn Bands ihr Rezept gefunden haben und merken, ja, das funktioniert. Immer den gleichen sogenannten Schuh fahren. Ja, genau, den gleichen Schuh fahren. Ja, sehr gut. Obwohl das lustig ist, man kann ja einen Schuh nur laufen. Ja, stimmt, hast recht. Aber du bist in deiner Wortwahl sehr versiert, das gefällt mir. Ist bei wenigen Journalisten so. Hast dich auch augenscheinlich sehr gut vorbereitet. Aber um nochmal zur Sache zu kommen. Was diese Wiederholung angeht, dann findet die Band oder gibt es halt Bands, die finden ihr Rezept und merken, ah, das kommt gut an und dann wiederholen sie sich halt immer wieder, machen immer wieder das gleiche Album. Finde ich leider etwas unauthentisch und da man ja auch als Person, als Einzelperson, als auch als Band, als Gemeinschaft, als Freunde irgendwie sich weiterentwickelt und sich ja die Musik auch ums Leben dreht, heißt es natürlich, dass die Musik sich auch verändert. Deswegen machen wir das so. Kritiker meinen, auch wenn ihr ohne Frage über jede Kritik erhaben seid, ja, Morsus sei ein sehr persönliches Album, vielleicht sogar zu persönlich. Und das Album sei sehr vielschichtig und variabel, was das Songwriting und Arrangement betrifft. Einige behaupten sogar, ihr würdet auch Elementen abseits des Heavy Metals bedienen. Seid ihr vielleicht einen Schritt zu weit gegangen? Habt ihr euch im künstlerischen Wahn, sag ich mal, sogar verloren? Was kannst du diesen wüsten Behauptungen entgegensetzen? Was soll ich sagen? Ne? Ich glaube, man hört es immer noch, man weiß immer noch, wo unsere Wurzeln sind. Aber natürlich, wir unterscheiden bei Musik, auch die wir selber hören oder von der wir selber Fans sind, auch nicht nach Genre, Schubladen oder sonst irgendwas, sondern es gibt gute Musik oder es gibt schlechte Musik. Und entsprechend ist es natürlich so, dass allein durch unseren Musikkonsum, unseren privaten Musikkonsum, natürlich auch andere Einflüsse abseits von Metal, Death Metal und so weiter damit einfließen. Was zum Beispiel der Fall ist, wir haben einen Song dabei, der heißt Inside Suicide, ist vom Songwriting her tatsächlich
eigentlich ein klassischer, wenn man so sagen darf, ein klassischer Trap-Song, aber natürlich mit unserer Instrumentierung, ja, mit unserer Art Riffs zu schreiben und so weiter und so fort. Aber theoretisch könnte man den umbauen, andere Vocals und Samples und so weiter benutzen und schon hätte man einen Trap-Song. Und ja, wer so ein bisschen abseits vom Metal auch versiert ist, der wird allein schon im Songtitel auch das kleine Wortspiel erkennen. Es gibt ja auch den Song Southside Suicide von den Suicide Boys. Die Jungs haben wir in den letzten Jahren auch oft gehört. Die machen sehr düstere Musik, teilweise düsterer als manch Black Metal Band. Ich muss mir kurz ein neues Bier holen. Was? Mein Getränk ist auch schon wieder alle. Da komme ich hier nicht drum rum. Jetzt was sag, bringe ich dir doch auch. Die Klöppe. So, ey. Das ist bestimmt warm, oder? Nee, das ist kalt. Ich würde das jetzt mal aufmachen und dann dir die dritte Frage stellen, ja, die ich vorbereitet habe. Lass es dir schmecken. Oh, dankeschön. Dankeschön. Vincent, bester Mann. Ich möchte noch ein bisschen genauer auf die Musik eingehen. Seit jeher schafft ihr es, einerseits kreativ, detailbesessen und stets open-minded Musik zu erschaffen. Andererseits hört man nach wie vor eure Wurzeln daraus. Old School, Death, Black und Doom Metal. Das kann man sowohl vom Songwriting als auch vom Sound behaupten. Übrigens ein Weltklasse-Mix, den euch Timo Rotten mal wieder gezaubert hat. Der schon seit euren ersten Releases an eurer Seite ist. Meine Frage. Grüße an Timo Rotten an der Stelle, ne? Auch von mir. Wir haben uns ja auch schon mal gesehen. Aber meine Frage. Ja, bitte. Wie schafft ihr das? Was schaffen wir? Was war jetzt die Frage? Wie schaffen wir das mit Timo Rotten? Nee. Wie schafft ihr das? Ach so. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus. Das ist meine Frage. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und da geht es im Endeffekt auch darum, dass man ja als Musiker, also ich will uns jetzt nicht als Künstler bezeichnen, aber dass man jetzt als Musiker halt... stinkt, Alter, was du von dir lässt. Was hast du denn gegessen heute? Ich aß heute Köttbullar mit Rahmsoße und Kartoffelpüree-Eis. Und Eis-Hotdog. Kartoffelpüree-Püree wurde auf dem Teller aufgebahrt wie ein Bolleneis. Ah, okay. Deswegen sagte Vincent, es wäre Kartoffelpüree-Eis. Ach so, ja. Nun, aber beantworte ja, doch bitte. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auch da ist es halt so, dass man irgendwie als Musiker, glaube ich, gut beraten ist, wenn man nicht mit Scheuklappen durch die Welt geht, sowohl wenn man neue Musik entdeckt, als auch wenn man ältere Musik hört. Und es ist natürlich so, dass wir... So B.B. King oder so? Zum Beispiel. Ich höre auch viel Blues und Jazz und solche Geschichten. Deswegen muss man ja natürlich auch, wenn wir uns jetzt mal auf den Metal beschränken, sagen, die alten guten Sachen sollte man natürlich auf dem Schirm haben, ja, kann man auch, sollte man in, ich sag jetzt mal, ganz pathetisch in Ehren halten, aber trotzdem sich vor den neuen Sachen nicht verschließen, was ja leider viele Leute machen. Und wir versuchen das halt nicht zu machen, ne? Also wir wollen halt auch allen Bands und jeder Musik, die uns so vor die Füße fällt, da auch eine Chance geben und Sachen, die uns gut gefallen, beeinflussen uns natürlich auch. Ja, und das geht von bis. Da muss ich halt sagen, es ist leider ein bisschen schade manchmal. Ne? Die ältere Generation sagt immer, ja, die neuen Sachen sind alle scheiße. Die neuere Generation sagt immer, die alten Sachen sind alle scheiße und so weiter und so fort. Du siehst dich da eher als Hybrid-Generation. Du bist ja, sage ich mal, keine 15 mehr. 22, aber auch noch keine 45. Richtig. Genau. Also du bist irgendwo dazwischen. Richtig. Na, was heißt Hybrid-Generation? Ich glaube, das hat gar nicht viel mit der Generation zu tun, sondern einfach, wie man so generell an Musik rangeht. Und ich glaube, die Herangehensweise spiegelt sich natürlich dann auch in unserer Musik und natürlich auch auf dem neuen Album wieder. Morsus. Morsus, genau. Perfekt.
Scheiße, ich muss auch mal zu lachen. Perfekt. Ja, deswegen, dieses gegenseitige Gehate von alt, neu, dies, das macht halt keinen Sinn. Was ich wiederum halt schade finde, ist, dass halt auch in der Öffentlichkeit immer wieder die alten Sachen hochkandidelt werden und augenscheinlich keinen Platz gibt, um auch mal ein bisschen experimentelle Sachen und neue Sachen detailreicher unter die Lupe zu nehmen. Aber auch da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wir werden ja sehen. Ihr seid in der Szene und ihrer Musik. Ihr seid der Szene und ihrer Musik sehr verbunden. Nicht nur als Fans und Musiker, auch im Veranstaltungsbereich der metallischen Berichterstattung, bei Labels und Musikmagazinen habt ihr euer Unwesen getrieben. Und durch all diese Stationen seid ihr offen, ehrlich und stets mit Rückgrat gegangen. Meine Meinung. Okay. Wenn man euch beobachtet, sieht man, ihr nehmt alles, was ihr anpackt, tot ernst. Sag mal. Trotzdem scheint ihr Spaß dabei zu haben. Man sieht euch sogar hin und wieder lachen. Ist das so? Ja. Schubladen und Klischees scheinen euch überhaupt nicht zu interessieren, was? Mit Verlaub. Ist das denn noch true? Hätte ich gewusst, dass du heute das True-Fass aufmachst, dann hätte ich mir natürlich mehr Zeit genommen. Aber ich bin... Aber genau das, was du geschildert hast, ist für uns true. Ne? Du warst beim Magazin, oder? Genau, ich war beim Magazin Chefredakteur. Sieht man. Ja, und... auch bei noch ein, zwei anderen. Und ist das so ein Pullover, den du da anhast von dir, von deinem eigenen Label? Ja. Ja, ja. Ja, ja, wir haben jetzt die Strategie geändert. Wir machen jetzt schöne Klamotten. Okay, ja. Fairtrack? wir machen halt das oder spiegeln das in der Musik wieder. Was so unser Leben mit uns vorhat und oder bereits vorhatte und entsprechend müssen wir uns halt auch nicht verstellen. Also wir hatten leider schon das eine oder andere Mal Situationen, dass Leute dann sagen, naja, nach der Show oder vor der Show sitzt ihr zusammen mit Freunden am Tisch, macht ein paar Witzchen, ihr feiert auch mal, ihr trinkt halt auch mal eine Limonade oder sonst irgendwas. Das geht ja gar nicht. Nee. Ja, das kann nicht sein. Und da ihr auch diese Seite habt, kann ja das, was ihr auf der Bühne macht oder auf dem Album macht, kann ja nicht echt sein. Das denken ja viele Leute, aber... Obacht. Leider wird halt dabei vergessen, dass das Leben nicht eindimensional ist. Ja. Nein, das wäre ja Quatsch. Das Leben ist nicht nur schwarz oder nur weiß. Ja. Wie sagt man so schön, ohne Licht kein Schatten? Ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es ist klar, in der Musik oder bei uns in der Musik werden eher die dunkle Seite oder die schwere Seite des Lebens. Genau. Ich dachte, das wäre jetzt eine Anspielung. Die schwere Seite des Lebens natürlich dargestellt. Trotzdem können wir das, was wir machen, todernst nehmen und dabei Spaß haben. Und das ist, wenn man denn dabei Spaß hat, für uns auch echt real, true, authentisch, wie auch immer. Wenn dann Bands sagen, ja, anti-human, anti-life, anti-dies, anti-das, da frage ich mich halt immer, warum ich dann diese Leute trotzdem auf Festivals sehe, wie sie eine gute Zeit haben, ja, wie sie dann als Künstler bei Konzerten auf der Bühne stehen, vor Menschen, und diese ja zumindest ein Stück weit auch unterhalten. Und von daher, diese Tunis-Geschichte macht nur dann Sinn, wenn man so ist, wie man ist. Und alles andere ist eben nicht true. Ich bin der Jesus der Journalisten. Und du willst auch diese Chips verpflanzen mit der Impfung dann? Richtig. Ah, okay, krass. Chio-Chips. Respekt. Ja. Geile Idee. Ja, Chips sind aktuell noch billiger. Ja. Also 39 Cent die Tüte. Wo hast du Billy Boy kennengelernt? Billy Boy? Das war auf der Swingerclub-Eröffnung von Herrn. Bei der Eröffnung hat er gesagt, fickt euch alle.
Ah, geil. Ja. Lol. Ja. Krass, dass so eine Heulsuse Eier hat, einen Smoking aufzumachen. Der hat da ja doch gar nichts zu tun in der Nacht. Hat man eigentlich. Die Frage ist, ob man. Ja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Sehr, sehr, sehr. Klug. Ich konnte deine Frage sehr beantworten. Ja, klug, intelligent. In Interviews, Radiosendungen, in Formaten, die ihr selber produziert, ja teilweise sogar moderiert habt. Also. Und auch in eurer Musik hört man zwischen den Zeilen auch immer wieder kleine, wohldosierte Seitenhiebe in Richtung Musikmedien und der Branche im Allgemeinen, sag ich mal. Ja. Also, ihr als Band, die so unabhängig von all dem agieren kann, bräuchte sich damit ja gar nicht beschäftigen. Aber trotzdem, was stört euch in den Metal-Medien und warum? Es ist nun mal so, wenn man sich mal die Medienlandschaft anguckt, du hast bei vielen Magazinen jedes Jahr mindestens 3-4 Mal die gleiche Band auf dem Cover. Ja. Und das seit 20 Jahren, seit 25 Jahren. Böse Onkels zum Beispiel. Zum Beispiel. Metallica zum Beispiel. Iron Maiden zum Beispiel. Und Rammstein. Ne, nichts gegen Iron Maiden oder so. Aber da frage ich mich, warum? Und es wird ja auch in den Interviews, wird immer nur in Anführungsstrichen, wird so immer nur über das neue Album geredet. Also egal bei welchen, das ist immer so, ach, eine Band macht ein neues Album, das Label zahlt Marketing, kauft Anzeigen, macht dies, macht das, ah ja geil, dann machen wir ein Interview zum neuen Album. Da steht zu 50% auch immer das gleiche drin, da werden zu 50% immer die gleichen Fragen gestellt, da wiederholen sich sogar die Überschriften sehr regelmäßig und ich denke, das kann man mal ansprechen und hinterfragen, durchaus. Ich frage mich da zum Beispiel, warum kommt nicht mal eine Band auf den Titel von oder kriegt eine große Story online, es muss ja nicht mal ein Printmagazin sein, sondern es kann ja alles möglich sein, die einfach einem Redakteur oder einem Journalisten, es schimpfen sich ja viele Journalisten, da muss man auch sehr... Metal-Online-Journalisten auch viele. Ja, ja, ganz viele. Einer. Ich glaube, da müsste man erstmal für solche Leute definieren, was Journalismus ist. Aber warum ist es denn nicht so, dass mal eine Band auf dem Cover ist? Und damit meine ich nicht wir, also nicht uns. Ich sehe euch dort. Aber ich sehe ganz andere Bands, die sich viel trauen, die mal ein bisschen experimentell sind, die mal, also noch experimenteller als wir sind, ja, die vielleicht auch ein bisschen massentauglicher sind als wir, aber trotzdem neue Sachen machen, innovativ sind, kreativ sind. Warum gibt es da nicht mal einen Redakteur oder einen Journalisten, der sagt, scheiß drauf, die sind so gut, die haben einen Titel verdient. Warum wird das nicht gemacht? Das frage ich mich auch. Ganz einfach, weil da keine Kohle fließt. Und das ist meiner Meinung nach scheiße. Kapitalismus. Naja, ja, auch. Ich meine, klar, wir wissen alle... Kapitalismus. Wir wissen alle, wie das Spiel funktioniert. Aber ich finde es schade, dass es da nicht mal ab und zu wenigstens Ausnahmen gibt. Also ich denke, zum Beispiel so eine Band wie Verderber aus Cottbus. So, was die Jungs machen, ist einzigartig. Ich kenne keine andere Band, die das so macht. Ja? Um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Warum habe ich die noch nirgendwo gesehen? Warum habe ich die noch nie, also nicht mal... Wenn du nicht zum Konzert kommst, du Affe. Nein, ich meine, beim Konzert habe ich euch ja schon gesehen. Ich habe ja schon 1-2 Konzerte gesehen. Warum hat so eine Band nicht mehr Aufmerksamkeit? Klar, muss nicht jedem gefallen, aber ich bin mir fast sicher, dass es da den einen oder anderen Redakteur oder Journalisten gibt, der das geil findet, aber nicht durchboxen kann, weil nämlich von der anderen Seite... bisschen Money reinkommt. Nee, da kommt der Redakteur von der einen Seite, will da rein, von der anderen Seite kommt aber irgendeine Story oder ein Label mit Geld und sagt, nee, ist nicht. So, wie gesagt, ich verstehe das, es muss Geld verdient werden. Und im Musikgeschäft ist es ganz, ganz schwer. Deswegen haben wir uns auch irgendwann entschieden,
nicht mit Musik Geld verdienen zu wollen, weil wir die Musik wegen der Musik machen. Aber ich finde es halt schade. Und um Gottes Willen, da geht es mir auch gar nicht um uns als Band oder um mich als Musiker, sondern das sage ich jetzt als Fan. Ich finde das echt schade. Und ich glaube nämlich, dass die vielen jungen kreativen Bands wesentlich mehr zu sagen haben als, wie gesagt, nichts gegen Iron Maiden, aber als Iron Maiden im 150.000. Interview zum neuen Album. Ja, und es gibt ja ein paar, die geile Sachen machen, vor allem halt so Online-Geschichten. So YouTube, dies, das, tralala, was ich hier, Krachmucker, und vorhin habe ich erstmal was hier, machen die relativ neu, wie heißen die? Moshpit Passion und Genre-Minister? Genre-Minister, was gab es früher noch? Berlin Metal TV, so, es gibt ja immer wieder geile Sachen, die halt auch mal ein bisschen nicht das machen, was alle machen. Aber wird halt dann von der anderen Seite oder so, manchmal halt auch von den Alteingesessenen, die vielleicht sich nicht damit beschäftigen wollen, dann auch immer wieder so ein bisschen runtergerührt und sagen, ist doch Quatsch, ist doch Rumgelaber und bla bla. Wahrscheinlich wird das bei diesem Interview auch passieren, aber darauf scheiße ich halt. Ja, ich finde, du bist ja im Gegensatz zu vielen anderen schon kritisch. Ja. Aber noch nicht kritisch genug. Ich bin das Metal-Yelp. Mhm. Ja, Gratulation. So, nächste Frage, komm. Stellt die Scheiße vor, damit die Jungs hier mal ordentlich Zaster Schmaster machen, ne? Dann, wenn die Freudenhäuser wieder aufmachen, dann müssen wir beide ja auch mal wieder, ne? Ja, wer weiß, wann Vincent das Video geschnitten hat. Das kommt vielleicht auch erst nach Release. Das wird so lange dauern, da werde ich mich wahrscheinlich selber geschnitten haben. Also, Axel, ich danke dir für die Einladung. Gerne, danke dir. War eine super Idee von dir. Ja, gerne. Hast du super vorbereitet. Ich hab da nachts sitze ich manchmal einfach da und denk mir... Mit dem Lesen musst du noch ein bisschen üben. Gerade wenn du dafür einen Zehner kriegst, musst du... Aber ist egal. Ja. Also hast du den? Ja, ja. Später machen wir. Alles klar, dann vielen Dank. Ja, danke dir. Sterile Flosse. Steril. Achso, steril. Tschüss. Ciao. Ciao. Achso, wollte Vincent nicht noch was sagen? Nee. An der Stelle würde ich gerne noch mal Werbung für die Legalisierung von Cannabis machen. Je mehr wir sind, desto besser. Morsus. Das ist auch ein knackiger Name eigentlich. Knackig. Morsus.